So, jetzt. Hallo, schönen guten Tag. Willkommen beim Katzenhirsch. Leute, es ist schwierig. Ich habe Probleme hier mit dem ganzen Setup. Ich bin ein bisschen am Rumprobieren und auf einmal hatte ich Tearing. Ich habe es erst nicht gecheckt, aber in dem einen Battlefield-Stream schon. Aber ich glaube, ich habe es soweit behoben. Erstmal. Ich hoffe mal. Wenn nicht, lasst es mich gerne wissen. Dass ich versuche ja nochmal was zu checken. Und genauso mit dem Sound. Auch ein bisschen was umgestellt. Aber jetzt hier das Mikro fast an der Schnute. Ich hoffe, das macht es auch ein bisschen angenehmer für euch. Meine wundervollen Stimme. Spaß zu haben. Was war noch? Genau. Ja, wir probieren heute mal so ein lustiges neues Overlay. Einfach mal just for fun. Ich will das mal sehen. Eigentlich ist mir das viel zu poppig und so, aber. Man muss das ja mal ausprobieren, ne? Deswegen, ich freue mich, dass das jetzt, glaube ich, so weit läuft ohne Tearing, wie weit ich das einschätzen kann. Das würde mich sonst super nerven. Beim Zusehen und auch beim Producen. So, ich darf vorstellen, Perry Hotter. Zauberer seines Zeichens auf dem Weg, hier ein ganz großer zu werden in Dark Souls 3. Aber noch krepeln wir ja ganz schön rum. Und habe bis jetzt den Zauberstab aufgewertet. Noch keine anständige Waffe, mit der ich auch so mal kämpfen kann. Also hier den kleinen Schlitzer, mit dem kann ich hier noch ein bisschen backsteppen. Action, weil Crit Damage hat. Aber sonst sieht das mau aus. Ich mache mich jetzt erstmal auf zum Riesen. Riesenpupisen, Soundcheck. Ich glaube, ich bin immer noch zu leise. Glaube ich lieber, wenn mir noch Schwierigkeiten machen. Und gibt ja auch ein paar fette Seelen. Riese bombt da hinten schon los mit seinen Monsterpfeilen. Sehen, da oben steht er da. Steht er denn? Wo steht er denn? Ich kann hier gar nicht sehen. Ich glaube, hinter dem Haus. Da steht er da oben. Man weiß es nicht. You don't know. Oh, hallo, guten Tag. Was ist hier denn her? Solltet ihr nicht da abgeschossen worden sein, eigentlich? Ja, Jungs haben so wenig Balance, also Stabilität, Poise, wie auch immer. Die kann man reinrollen und dann alles abbrechen, was sie vorhaben. Einer Tipp am Rande. So, jetzt schießt er ja nämlich auch noch auf uns mit. Alter. Oh, nochmal erwischt. Ich dachte. Schieß doch mal auf die anderen, bitte. Eine nur. Ich komme noch gleich zu dir, dann freuen wir uns. Aber so nicht, du. Mach ich dich gleich platt. Bin nicht mehr ganz schnell unterwegs. Es läuft suboptimal hier zum Start. Könnte besser laufen. Spielen tuck leiser her. Wie gesagt, der Katzenhirsch ist am Testen. Wundert euch nicht, wenn das hier noch nicht ganz so rund läuft. Die Regie hat nämlich Urlaub. Das ist hier alles alleine machen. Katzenhirsch TV. Gerollt. So, jetzt hier einfach mal schnell durch zum Riesenmann und dem mal sagen, dass ich voll der coole Dude bin, der sich mal mit uns befreunden soll. Mal die Katzenhirsch gut kommen soll.
So, we go around here. Hätte ich das auch. Hätte ich auch ein bisschen einfacher haben können, aber egal. We do it like this. Wie sieht's mit Heilen aus? No more. Eine Heilung noch. Eisenstein. Ich freue mich, wenn noch mal was klappt. Hier. Eisenhirsch. Und Fehlenhirsch. Daneben. Senior. Oh, der Hund. Hat hier Sitz gemacht. So, ich glaube, bevor ich gehen auf Number Safe, bevor ich zum Schmiesenriesen gehe, machen wir hier noch die Abkürzung auf. Weg, du Stinkerratte. Die Stinkratte. Zum Glück machen hier noch keinen Giftschaden. So, Sicherheitsheilung. Gleich eine Abkürzung. Da vorne ist nämlich noch der große Bruder von Ratti Rattmann. Er wartet da noch auf uns. Gibt uns den Blutbriss-Wing. Der schützt ein bisschen vor Blutung, vor dem Blutungseffekt. Macht dann in den Katakomben Sinn, würde ich mal sagen. Wollte ich denn gerade, was wollte ich gerade meinen Browser? Schon wieder vergessen. Ach ja. No. No magic in the house. Sonst noch einmal angenagt, der alte Nager. Nagi Nagasin. Ja, so mit dem Mic und so gefällt mir das aber viel besser. Da habe ich hier auch bessere Freiheit und bessere Options in Gemütlichkeit. In Gemütlichkeit sind wichtig. Hat schon bei Sims gelernt. Sims Art. Wie viel Seli seht habe ich. Würde sich ja fast lohnen, aber ich glaube, ich mache mal schnell den Run zum Riesen. Schwerer. Alles schwerer als das Magierzeug. Das ist schon nice, ne, mit der Kapuze. So passig ist. Aber we want to go less than 30%. Also ganz easy unterwegs sein. Warte mal, kurz Sekunde, abgelenkt hier. Gleich wieder am Stissel. Back on the track, we go to the Schmiesi. Schmiesi Manesi.
Machen wir cheesy peasy. Leute, macht euch auf einiges an Cheese gefasst. So Magier. Aber das ist auch so gedacht. Von dem Herrn Miyazaki. Oder den Herrn Game Designer. Könnte ich eigentlich auch gleich einen dicken reinbratzen, ne? Batz, dicker für dich, dicker für dich. Komm. Hab ich mit dem Schild Blocke, ne? Oder irgendwo fällt ein Sack Reis um. Das ist genauso ausschlaggebend. Da habe ich auch noch nichts an, noch richtig viel Besseres, ne? Kann ich noch nicht. Ich brauche unbedingt Stärke, Leute. Ich habe immer ein bisschen Stärke. Aber schon. Skillen sollen. Komm runter, Wuffi Wuffmann. Yes. Hört aufs Wort. Good dog. Good boy. Good boy. Good boy. Rennen oder kämpfen? Einmal kämpfen. Das ist einmal. Ups. Upsala. So, hier ist manchmal ein bisschen tricky. Will nicht den Topftypen auslösen. Erstmal den, genau. Er kriegt einen Perry Hotter, macht jetzt seinem Namen alle Ehre. Ah, Schnesne! Und batzt ihm ein. Ach, scheiße, ich wollte den dicken machen. Warum mal jetzt einen dicken? Total dumm. Oh man. Fire. A little bit of fire for us. So. No, warum ist meine... Das war auch die Frage, komm ich wieder Auslastung. Geht's aber auf. Einmal, ne? Die ganze Zeit easy. Und heute fahre ich die ganze Kacke hoch und dicke Auslastung. Ich weiß nicht woher. Aber es hat sich anscheinend wieder beruhigt. Vielleicht irgendwas abgedatet im Hintergrund. Dated. Dated. Beide gerade? Ja, ne? Nicht gut. Versuchen sie mal ein bisschen in den Abgrund zu locken. Klappt. Gestorben? Ne, sterben leider nicht. Aber sind nicht mehr unsere Sorge gerade. So, ich. Jetzt mal lieber so. Und so. Special vom Zauberstab. Man kann ihn für kurze Zeit verstärken und er macht erhöhten Schaden. Dann pumpt man ihn jetzt mal rein da. Okay, das war schon besser. Nein! Keine Mana-Power, Intus. Aber jetzt kann ich das kanalisieren, jawohl. Schon so geil gemacht auch, ne? Das Zaubern und so, es ist echt Dark Souls. So viel Liebe zum Detail und verschiedensten Ideen gespickt und wie man sie unterschiedlich einsetzen kann und ja. Schlechte Idee, schlechte Idee, aber ich wollte die Köderschädel haben, da hinten die Köderschädels, aber ihr macht mich wahrscheinlich tot jetzt. Da habe ich keine Lust drauf. Deswegen
Das ist der Schnitzel. Ausdauermanagement 6 minus. Katzenhirsch setzen. Aber ich wollte doch nur schlagen. Ja. Das war das Problem. Drei Köderschädel. Sehr genehm. Wer hat denn wen noch? Erkältung, ne? Zieht sich um 2 Wochen jetzt was. Die ganze Kacke in der Nebenhöhle. Deswegen ein kleiner Erkältungsstream mit Tee und tiefer Stimmung. Heute im Katzenhirsch TV. Ah, hier ist der erste Mauspad. So, hier sitzt ein grummeliger Typ. Wie überraschend. Another one of those enkindled, are you? Oh, so grummelig ist er gar nicht. Oh, no matter. Heed my words. If you've any sense, you'll go find a coffin to huddle up inside. You here in this land of hollows. You're like a frill. If like the others, you're fool enough to play the champion. Then go on ahead. Uns mit seinem dicken Hammer auf die Birne. Right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. Das ist eine Metapher auf das Spiel an sich. Auf jeden Fall beschützt er hier eine Feuerhüterin oder eine, die es mal werden wollte. Und das ist nicht ganz geschafft. Da sitzt sie nun. Aber warum er sie eingesperrt hat und bewacht zugleich und beschützt. Vielleicht findet das der Katzenhirsch noch raus. Ihr mit mir zusammen. Alle drei zusammen. Unbedingt an einem passenden Zauberstyle. Oh. Seine Sprache, ich habe sie gelernt in 3 Semestern. So ansatzweise kann ich's. Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, hearing that doesn't get me anywhere. Siegmeier, cooler Dude. Wir helfen dir natürlich aus. Er kommt nicht hoch, weil er fast schon mal runterfährt. Wir lassen ihn mal runterfahren, einfach mal so. And see what happens next. Tada! Und schon kommen wir nach oben. Im Elysium. Who are you? I help anytime.
I help. So. Freundschaft geschlossen. Auf die kurze, knackige Art und Weise. Wo machen das die Riesen? Hier läuft alles so kurz und knapp. Bei einem drauf zu lassen. So, liegt hier nicht noch irgendein Shiny? Shine, shine. Oh, oh, shine, why? Jetzt ist es so. Der Siegmeier hat das jetzt ja auch rausgefunden, ne, weil wir ihm das gezeigt haben. Der sitzt da jetzt auf halber Ebene und hat das nächste Problem. Und ich werde ihm, glaube ich, jetzt auch schon helfen. Ich habe gerade überlegt, ob wir erst nochmal zurückgehen und ein bisschen leveln. So, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Oh, fuck! Ich breche dessen. Falsche Seite. Da habe ich mich für die falsche Seite entschieden. Harry Perryotta, was war da los? Ja. I was it. Oh, Schissel. Nissel. Jetzt können wir eh nicht zurück, müssen wir eh die Seelen holen und neues nochmal. Ich weiß noch nicht, wo die jetzt liegen. Ob die auf dem Fahrstuhl können, die ja nicht liegen. Die liegen wahrscheinlich oben wieder. Macht die Plunge auch extra Crit, war bei dem Kettenbrecher? Interesting. Vielleicht sollte ich den einfach auch wieder nehmen. Ich brauche hier eh nur so kleine, so schnelle Gegner, die ich nicht verzaubern kann mit meinem Zauberstab. Und der ist eh sehr schnell und der Damage ist okay. Er kriegt ja fast 10 Schläge und dann hat dann immer noch Ausdauer für eine Rolle. Soll es der Kettenbrecher werden? Soll er es werden? So, hier gibt es einen Schlüssel zu kaufen, glaube ich. Gibt es den zu kaufen? Ja. Safety Drink. Hallo, Hundmann. Alter. Habt ihr das gesehen? Ich habe mir noch richtig an den Hintern gesprungen. Ordentlich ein Stück Arschbacke gefuttert. Hat dir aber hoffentlich geschmeckt, du. Das wird aber stark. Welcher Hund? War doch eigentlich ein guter Hund. Weiß es nie, ne? Bei diesen Kampfhunden. Doch mal austicken. Der war schon so gut erzogen eigentlich. So, baller ich jetzt einmal hier durch. Oh, es könnte gefährlich werden. Nee, ich habe keinen Bock, die Seelen zu. Gestern schon beim Start ordentlich Seelen gelassen. Weil Doofheit und Inkompetenz und Mangel an Skill. Alles zusammen. Da kann das schon mal passieren. Ein paar Seelen drauf gehen. Aber jetzt komme ich hier hoffentlich durch. Bleibt doch mal schön. Da hinten sind ordentlich Bäume, die kannst du sägen. Oder hier Menschen zersägen. Dann müsst ihr jetzt wieder hochfahren nach Adam Riese. Das ist mein Tee. Hätten wir jetzt auch. Ich glaube, das ist auch eigentlich besser, ne? Wenn man besser zu sehen. So, wo ist jetzt die Seite? Ich bin eben. Wir checken das einfach in Ruhe. Hier ist die Seite. Zack. Disheveled. Zwei Seiten gehen sogar. Und naja. So, hier sitzt er jetzt mit dem nächsten Problem. Und es sind nicht die Raben, die ihm auf den Kopf kacken. Denke ich mal. Obwohl die Rüstung auch so aussieht, als ob die ein bisschen was abbekommen hat. Wir fragen mal nach. Oh, don't disappear like that. You had me downright worried.
But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. On some days, I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Sure. Anyhow, do you see that? That humongous beast? I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl. I see it. Now, think twice before you go down that road. I could try talking some sense into him. Das no, I think not. He's far too overheated. Ich glaube auch, das I've got to use my Toll, head and think. Ja, denk du mal nach. Wir machen Cheeseway? Nee, ne? Kommen wir auch so gut hin, glaube ich. Vielleicht nochmal eine Sicherheitsestus. Aber, was natürlich Fakt ist, habe ich eigentlich, müsste doch schon eine Estus mehr haben. Wo liegt denn noch eine? Ja, da. Da, wo der Riese hinballert, da liegt noch ein Splitter. Ist er doch noch. Obwohl, ne, 6 habe ich ja. Ich. Germana, ich Ochse. Okay. Alles gut. Dann müssen wir das doch ein bisschen cheesy machen. Na, wir hoffen mal jetzt auf Siegmeyers gute Hilfe. Come on, come on. Vorbei und Barry Harder, was war da los? Barry. Er ist genauso fassungslos wie ich, ey. Eigentlich war der Plan, in diesem Run so gut wie gar nicht zu sterben. Na, 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 dann machen wir doch mal hier. Also, so, ich glaube, Ike muss so ein bisschen lauter. Habe ich gerade aus der Regie gehört. Also eigentlich war der Plan, der Gedanke dahinter auch, die Motivation, die Herangehensweise, nicht zu sterben. Viel bei dem Run. Zwar kein Death Counter hier am Start, aber ich glaube, ich bin schon fast bei 8, 7... So, wir probieren das jetzt mal, dass es nicht mehr weit über 10 kommt. Okay? Also. Parry. Bist du ready? Don't die anymore, okay? Nice. Gut. Ich bin gerade ein kleines Bündnis mit ihm eingegangen. Wir haben uns nochmal kurz abgesprochen, was hier Sache ist. Wäre natürlich schon nice, wenn man die one-shottet. Aber ab der nächsten Levelstufe wird es soweit sein. Und die Hundmann. Hör da, komm runter, komm runter. Komm. Er hört nicht mehr, ne? Komplett.
Dann bleib halt da oben. Headshot und critte ihn mit einem oder so, irgendwas Tolles. Könnt ihn natürlich dann auch einfach mal mit dem Schwert. Ach, der Perry Hotter kann das. Macht er nicht gerne, ne? Aber. Nice Dodge Action. War quasi fast ein Dodge Viper. Idem. So, fahren wir wieder hoch. Ja. We have to. So, nachdem das eben der komplett für ein. Oh Mist, shit. Drauf geachtet, ein bisschen gezögert, wenn ich die Seelen verlieren, Leute. Ich will nicht die Seelen verlieren. Dem das ja eben total in die Hose ging, musste das jetzt besser sein. Was sagt er mir jetzt eigentlich? Okay. Sagt er nicht zu meinem Fail. So. Scheiße, wo sind die Seelen? Waren die jetzt noch da oben? Dann breche ich ins Essen. Nee. Where? Ach, da unten. I can see them. Do you see them? I can see them. Because I got my glasses and they. So, ich versuche mal ein bisschen zu foppen, dass Sigi Siegmeier gleich an Start kommt. Und hier ordentlich sein Bestes dazu gibt. Oh, sehr gut. Ich glaube, er muss hauen, ne? Oder was machen. Kann er nämlich mal schön. Und Alter! So, ich mache mir jetzt eine Strichliste mit Toten. Wenn das über 20 geht, breche ich ab. Ey, was ist los? Was ist los? Der macht mir sonst nie Problems, ey. Ich die Seelen eingesammelt. Hatte ich die Seelen eingesammelt? Ja, ne? Unbelievable. So, nochmal die ganze Chose hier. Scheiße, hätte ich auch. So, so sieht das aus hier. In the Tunnel of Red Love. Wer nicht will, der hat schon. Sage ich immer wieder. Do it or not. Hier kriege ich nicht mal den Balken voll damit. Dodge Viper, the second. Dodgy Dodge and the Dodgy Dodgers.
Und wieder hoch. Bitte. Einmal hoch, bitte. Ohne Energy Loss. Ja gut. Da sehe ich schon die Seele. Was ist er denn da? Was ist mit den Rädern um? Cedral of the Deep, meine Damen und Herren. Oder? Oh, plottert. Of the Deep. Ja. Yes, it is. Ja, so, jetzt können wir los. Er ist da hinten. In Ruhe meine Seele holen kann. So, und jetzt nochmal. Machen wir das nochmal ein bisschen klüger. Ich dachte, er geht schon auf Siggi. Schon in Sicherheit gewegt, jawohl, aber. Tank ihn doch mal. Alter. Tankyard. Er will mich. Oh, er war gerade gestaggert. Piau. Piau. Weg ist er. That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. Ich glaube, du hast dich eben eher übernommen but als wir. For the moment, we've a token. My sword and our gibt Energie und schützt gegen Frost, kann man aber auch tauschen bei Smiggity Smuggly Smiggity Smack bei den Vögeln und kriegt dafür die Rüstung von. Wartet. This guy. This Rüstung kriegt man dann. Nehmen wir. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. So, er legt sich eine Runde pennen jetzt hier. Sehr gut. Schlaf schön ein, guter Siggi, träum was Schönes. Danke für deine Hilfe. Warte mal. Ja, wir kriegen ja noch eine. Kriegen wir nicht noch eine Geste von ihm? Ah ja. Danke sehr. So. Brauchen wir den Schüssel da oben? Es gibt da den Binden. Dicke Keulen noch, die brauche ich nicht. Man kann sie vielleicht verkaufen, vielleicht geben die ein bisschen was im Verkauf. Manual Shooting. Come on, first try. Ah, shit. Ich gehe nicht richtig so, wie ich ihn will, ausgerichtet. Ach, schlecht. Da war doch, oder nicht? Hä? Geht das nicht mit dem Zauber? So. Hab ich noch vorher sicherlich schon gehittet. Gehittet. Hitty Hitman. Vielleicht nicht so viel Mana verschwenden sollen gerade, weil da oben kommen nochmal zwei Bums-Omis.
Ja, die werde ich, glaube ich, eher gehen müssen. Bei meinen Ressourcen gerade hier. Wie viel Estus habe ich noch? Bäh. Irgendwo war doch hier noch eine Keule, oder nicht? Bin ich blöd? Egal. Egal, Call. So, hier die Schreckvieh im Käfig. Auf wie aufgepasst. Aber anscheinend keine Lust. Arbeitsverweigerung. Aber die hier. Ein paar Köderschädel. We need it. We need it. Spätestens für die Diakonen des Abgrunds. Das ist interessant. Ich habe ja den Bogen ran, Only Bow ran, endlich mal durchgezogen und geschafft bei Dark Souls 3. Danach habe ich mir ein bisschen Lobos angekickt. Er hat das natürlich, er hat alle erdenklichen Runs, die man machen kann, hat er gemacht. In jedem Dark Souls. Sekiro Bloodborne From Soft Spiel. Haben wir geguckt, wie er das so gemacht hat, ey. Und er hat. Ich habe mir so einen abgekämpft mit den Diakonen da in der Kathedrale. Ja, wo so ganz viele sind, die sonst nie ein Problem sind, wenn du da mit Nahkampf reingehst. Und mit dem Bogen habe ich da wirklich rumgehasselt. Naja, aber dass ich da auch nicht selber drauf gekommen bin, ärgert mich komplett. So, weil die halt auf die Köderschädel so abgehen und dann kannst du die ganze Meute auseinandertreiben und kannst den halt in Ruhe abballern. Und ich habe mir da echt so einen abgebrochen. Guckt es euch an, wenn ihr euch amüsieren wollt. Oh, no, no, no! Ich wollte gerade sagen, warum wacht der nicht auf? Ey, in dem Moment. Jedes Mal, ey. Auch noch Hundi-Hund, Mann. Nicht nett, Spiel. Nicht nett. Hallo, 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 hallo. Aloha. So, hier steht doch irgendwo eine Kiste, ne, die ich mal übersehen habe. Deswegen, weil gerade in dem Moment, wo ich sie aufgemacht habe, dachte ich, hä, war nicht irgendwas Haken an der Sache, keine Mimik, aber wieder ein bisschen Herz in der Hose. Ne? Ey, je, warum kann ich mir das nicht mehr? Scheiß Typen. Hier muss man immer mit der Waffe Stichattacken machen. So. Wischattacken bringen bei denen gar nichts. Gar nichts. Wenn man sich wundert. Warum man keinen Schaden macht. Die muss man pieksen tun. Pieksen. Wenn ihr euch wundert, warum ich hier so abspacke, ich muss das alles soundmäßig nochmal so ein bisschen auschecken. Was man machen kann, was nicht, was rüberkommt. So, durchhasseln. Köderschädel habe ich gerade überlegt, aber die reagieren nicht drauf. Schreckt mich hier noch einer von den Dudes, der da links oder so? Nee, ne, nur noch die beiden. Es sind doch eigentlich nette alte Priesterdamen. Warum sollten die uns was tun, wenn wir einfach hier in Ruhe vorbeigehen? Okay, die machen es auf jeden Fall. Warum ist egal. Die tun es. Für das. Ich glaube, das zählt auch auf Magic. Wenn ich mich nicht irre. Dem Ring
Der tut Folgendes. Je weniger man anhat, desto leichter man rumläuft quasi, desto mehr Schaden macht man mit ihm. Können ja an dem Run auch mal so ein bisschen Lore kunde oder ein bisschen Items lesen. Der Ring des gefeierten Diebes Flynn reduziert die Belastung, erhöht die Angriffskraft. Flynn kämpfte mit dem Wind im Rücken und galt unter den Armen und Schwachen als Held. Selbst seinen Bewunderern war jedoch klar, dass die Geschichten kaum mehr als romantisierte Legenden waren. Ja, das spielt auch so ein bisschen auf die Geschichte des Rings an in Dark Souls Spielen. Der war halt im zweiten Teil sehr überpowered. Und ja. Deswegen tut das Spiel das jetzt als romantisierte Erinnerung ab. Dark Souls 2 ja vielleicht auch nicht so richtig zählt, weiß man's. Ja, aber das ist auch nochmal ein Hintergedanke dazu. Aber ihr habt gesehen, was. Also ich guck nochmal genau, ob er mir jetzt hier den Mega Damage Boost bringt. Gucken. Aber sieht man nicht, ne? Weil. Ich sehe nur, was ich für physischen Schaden mache mit der Waffe. Oder? How is it? Doof. Ja, egal. Probieren wir einfach mal aus und dann machen wir einen Schuss ohne, einen Schuss mit. So läuft Dark Souls Wissenschaft im Grunde eigentlich. Weil was da dann auch immer steht und was nicht, muss nicht unbedingt. No, 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 no! Oh. Ey, wäre ich jetzt gestorben, hätte ich, glaube ich, irgendwas geschmissen. So, schicke Kleidung endlich mal für den Herrn Zauberer, für Perry Harder und den guten Estus-Ring, der bringt uns auch, Estus, Florentier-Ring. Dieser Ring ist nach einer schönen grünen Blüte benannt, doch ist sein Glanz schon lange verblasst, er erhöht die Ausdauerregeneration. Dieser Ring spielt in der Lore auch nochmal eine große Rolle, wenn man in den DLC The Ringed City kommt. Machen wir das mit dem Magier? Ja. Ja, da wird man nochmal mehr dazu sehen. Aber der hat auf jeden Fall ziemlich viel Aussagekraft. In dem, wie er überreicht wurde und aus welchem Zweck und mit welchem Hintergrund. Also warum er auch erschaffen wurde, wahrscheinlich. So, da ist der dicke Baumboss hinter, den man dann, wenn man ihn besiegt, kann man dann die Bosslevel bei einem Typen im Feuerbandschrein eintauschen gegen tolle Sachen und auch gegen tolle Zauber. Deswegen müssen wir da unbedingt mal hin. Warum aktualisiert das hier immer nicht? So we will rock it. Leute, 13.000 Seelen. Ungewisser Abgang hier. Feuerbandschrein. Habe ich dann ein paar Sherbys eingesammelt? Nee, ne. Was zuerst, was zuerst? Entscheide dich. Oder nicht. So, wir brauchen, so leid es mir tut, a little bit strongness. Weil mit 7 Stärke. Also ich sage mal, höher als 15
gehe ich bei entweder Stärke oder Geschick. Also bei beiden nicht. Und ich werde einen wahrscheinlich auf 15 machen. Den Rest dann wirklich in Intelligenz und Zauberei ballern. Und auch Vitalität natürlich. Sonst, klar kann man Zauberer sonst auch so eine Kombination aus Zauberer und Kämpfer spielen. Aber sonst die ganzen Sprüche und so machen wirklich erst richtig Sinn, wenn man ziemlich strong auf Intelligenz und Zauberei natürlich skillt. Nein, bestätigen wollen wir das. Aber wie gesagt, zu Beginn brauche eine halbwegs nice Waffe, die ich für manche Situationen auch dann gut benutzen kann. So. Mike, komm her. Mike Krüger. Farewell, Ashen One. May the flames guide. Was ist denn mit Grey Rat eigentlich, der alten Ratte? Sollte ich den befreien? Gibt noch so einen kleinen Dieb in der ersten Borg, den habe ich noch sitzen lassen. Quasi, der kommt dann auch in Feuerbandschein und handelt gerne. Ich weiß aber nicht, ob der irgendwie gute Feuersachen hat. Zaubersachen. Drei kleine Titanitscherben. Ich glaube, das reicht nicht für den Zauberstab und den Kettenbrecher will ich, glaube ich, wirklich noch nicht. Oder den will ich nicht. Langschwert kann ich jetzt benutzen. Ballern wir sonst einfach mit dem Langschwert. Ich meine, das ist völlig okay. Vielleicht sogar mit dem Breitschwert. Also, ihr seht, nettes Moveset, so erwischt man viel und der Sticher ist vor allen Dingen auch sehr gut. Hat der Kettenbrecher ja auch. Langschwert hat natürlich keinen extra Crit, aber fast doppelt so hohen Damage jetzt schon. Und lasst mich mal kurz überlegen, an was für Waffen komme ich denn noch bald? Müsste vielleicht mal zu Grey Rat. Ich glaube, bevor ich das Langschwert auflevel, bin ich mit dem noch unter 30. Scheiße. Oh, immer. Dann aber die schicke Hose aus Mirror. Ja, auch nochmal ein paar Seelen poppen. Ist natürlich auch immer möglich. Aber sich ein bisschen. Die will ich dann eher für die Zauber behalten, wenn ich den Zauberer befreie. Okay, das machen wir auch nochmal. Ich glaube, da gibt es aber auch noch eine Waffe. Es gibt auch die Pike oben noch. The Pike. Die heißt, glaube ich, nicht Pike. Wie heißt sie denn? Falkenschnabel. Die auch noch nicht angesammelt. Das ist eigentlich auch eine ziemlich gute Waffe am Anfang. Meiner Meinung nach. Meines Geschmackes nach. Muss man vielleicht dazu sagen. Ich nutze jetzt erstmal die Freundschaft des Riesens. Aus keiner bestimmten Reason jetzt, aber eigentlich schon, da die Sachen mal einzusammeln. Ahaha. So. In die Haxen gewachsen. Ein sehr dankbarer Gegner für Range Attacks. Im Nahkampf ist er manchmal ganz schön ätzend. Gerade zu Beginn, weil er dann immer mal eine neue Combo raushaut und Dinge, mit denen man nicht so rechnet. Aber habt ihr gesehen, man kann ihn Fernkampf locker machen. So, jetzt. Hallo Riesenmann. Danke, da kommt schon mein erster
Grußbotschaft. Steht dann da? Doch, da steht er. Was? Gute Treffer. Manchmal ist es ein bisschen blind da oben. Also, das ist immer blind, glaube ich. Aber manchmal besonders blind, so wie ich. Manchmal hat er Katzenhirsch-Level-Blindness erreicht. So, hier gibt es lecker Zeugs. Nehmen wir alles mit. Ist alles im Sonderangebot. Alles. Und den Knochensplitter. Der macht unsere Tränke bitter. Better. Better drinks for everyone with the undead bone splitter. Thank you for that. So, hier gibt's auch noch ein paar lustige Sachen. Wie sieht's mit Tearing aus? Hoffe gut, ey. Weiß nicht, ob man das in OBS dann immer gleich so ablesen kann. Nämlich vorher bei Battlefield nicht gesehen, da habe ich ja auch immer drauf gekickt. Oh, gefährlich. Gefährlicher Gefährle, Mann. Eigentlich muss ich ihn parryen, oh, aber sonst macht er mich bestimmt tot, wenn ich nicht treffe. Gerade ein bisschen Sorge vor dem nächsten Tod gehabt, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht auch echt nochmal ein bisschen Belastungskillen, sonst können wir wirklich gar nichts anziehen und unter 30% bleiben. Sonst geht auch nicht viel. Daher macht das eigentlich schon Sinn. Aber es ist natürlich gerade anfangs jeder, gerade bei so einem Magierbild, wenn man mehr Punkte verteilen muss, jeder Punkt soll gut überlegt sein. Was leider bei mir nicht passieren wird. Versuche es, aber ob es dann so im Endeffekt sich rechnet, werden wir dann sehen. Wie gesagt, ich habe schon mal Magier so ein bisschen gespielt, aber ich glaube nur bis ich zu den Magiern kam, selber bis zu den Kristallbeutel, die leider natürlich keinen Magieschaden genommen haben. Da so ein bisschen irritiert war oder nicht damit klarkam, noch nicht. Ich glaube jetzt ein bisschen mehr Erfahrung noch und mit Perry Hotter und mit euch vor allem wird es laufen. Mir das hin. Mit Spin. No! An der. Oh, fies, ne? Mit der Nase an der Kante eben so abgerutscht, so. Dengelt. Ja, nicht schützen mit Schwert und Schild. Schön. Was ist denn mit dir? Ich meine, ist eigentlich auch viel zu schwer für uns auf jeden Fall. Die wiegt gute 7 Kilo, ja. Und braucht auch 14 Geschicklichkeit, 14 Stärke. Okay, das wäre noch im vorgegebenen Rahmen drin. Mag ich eigentlich auch gerne, hat auch Blutungsdamage. Behalten wir noch mal. Oh, hier! Habe ich gerade gesehen. Den hier. Man kann ja alle möglichen Waffen auch dann. Wie heißt es? So schön. Na, irgendeine Elementarschlotze drauf machen. Ach, wie heißt es denn? Verstärken, durchtränken, durchwirken. Durchwirken heißt es. Und da brauchen wir natürlich viele Magie-Stones. Und können uns dann schöne Magic Weapons machen.
habe ich die Asche eingesammelt. Da liegt ja auch die erste Asche. Asche auf Tasche. Oh. Oh. Oh, hat auf jeden Fall noch eine Äste Scherbe. Ah, hier. Schattenasche eines Bewohners der Untoten-Siedlung. Ja, haben wir da eben gefunden auf dem Friedhof. Der sich durch das Begraben von Leichen seinen Lebensunterhalt verdiente. Ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei der Schreindienerin. Die Asche gibt man ab bei der beim Feuerbandschrein, bei der Händlerin und kriegt dann neuen Stuff. Neuen Stuff im Angebot. Oh, oh no, ich habe die Nachricht noch nicht ausgeschaltet. Eine Sekunde mal, Leute. Bin gleich wieder am Start. Oh, jetzt hier mit dem neuen Overlay. Macht euch bereit. Fette Übergangs-Action. Na, man sollte doch den Sound wieder anschalten. Ich muss mal schnell die Nachrichten ausschalten und kurz nochmal hier euch zeigen, was es hier noch so Cooles gibt an lustigen Übergängen. Ich wollte mal sehen, wie der Chat aussieht an dem Kasten. So wie der normale Twitch-Chat, aber das ist auch völlig nicey. Da bin ich nicey mit. Nicey dicey. Was wollte ich noch gerade gucken? Das schon? Ah ja, Internet könnten wir jetzt noch. Wow! Transformed. Schon ganz nice. Apropos, ist schon ganz nice. Harry Potter. Wir gehen noch nicht zum Baum, denn das schaffen wir kaum. Und dann habe ich vor dem Mund wieder Schaum. Dafür ist jetzt kein Raum. Lieber jetzt ein Kuchen mit Pflaumen oder einen anderen Gegner verhauen. What do we do? Wizard. Ah, nee. Gar nicht. Komplett wrong decision. Anderer Plan. First. Wir holen uns da oben nämlich noch eine Sherby. Sherby Sherbsen. Und auch noch einen Ring zum Einsammeln. Weiß aber nicht genau, welcher das ist. I don't
don't know. Pop the shot. So, kommen wir hier mal von der anderen Seite. Gestalten das gleich mal hier. Für unseren Vorteil. Gesehen noch. Aha. Gut, dass ich gesehen habe, dass ich so wenig Energie habe. Nicht. Wenn ich da drauf gehen kann, ey. Das sind immer meine schlimmsten Tore. Wenn ich nicht checke, einfach, dass ich. Weil natürlich, was ich jetzt echt mal machen kann für den Zauberrun, ist das sehr förderlich. Das hat nicht verschwinden zu lassen. Ich immer sehr gerne ohne, aufgrund die Immersion. Also Immersion. Und so, gibt es da hinten noch was? Nein, aber erstmal hier die Scherbe holen. Die Sherby Sherbson. Sherby Minerby. Kirby. 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 Du hast gedroppt, Omi? Nein. Das Bums Omi soll auch überhaupt nicht despektierlich sein. Das ist. Ich hab sie echt gerne. Passt nur. Kein Name besser auf sie als dieser. Wenn ihr einen besseren habt, haut in die Welt hinaus. So I can hear it. So, Monsieur de la Säge. Gar nicht. Doof. Schauen uns das hier nochmal genauer an, ob es hier nicht doch noch. Jemand mit ihrem. Barfüßen angetippelt kommen, ne? Hinterhalt. Komplett reingerannt. Aufgegangen, Jungs, euer Plan. Oh shit. Triff. Danke, Perry. Thank you, Perry, for the hitting. Hier hängt doch noch einer, oder nicht? Oh, Peitsche passt natürlich gut zum. Passt eigentlich überhaupt nicht zum Zauberer. Oder war Indy nicht auch irgendwie ein Zauberer? Auf seine Art und Weise. Wo ist doch hier noch so eine Lüge? Häuschen. Eingang, hier. Da hängen sie auch oben drin, glaube ich. Hallo, guten Tag. Jemand zu Hause? No one. Wir hören können, dass da noch irgendwas liegt. Selbst wenn ich meine Energie die ganze Zeit sehe, vergiss nicht. Hey, jetzt. Oh nee, ne, hier nicht. Der erschreckt. Oh ne, ihr auch nicht. Alle nicht.
Schlüssel? Nee, oder? Das macht er denn so zweihändig? Okay. Hier gibt's lecker Suppe. Lecker ist das Suppe. Aber jetzt nicht unbedingt, würde ich mal sagen. We don't need it that much. Spring. Boy. Aber für die krieg ich doch so irgendwie. Und okay, vielleicht mal langsam. Katzenhirsch. In der Ruhe liegt die. So, hier sind wieder Erschreckmänner. Die habe ich mir gemerkt. So auf. Nee. Nur einer von euch wird spoilen. So Leute, ein bisschen mache ich noch weiter. Dann will ich aber gleich mal mit Kollege Johnny Johnson vielleicht noch ein bisschen Battlefield bolzen. So, aber ich gehe hier nochmal lang. Warum seid ihr hier? Das Langschwert ist schon nice, ne? Einer der nächsten Runs von mir, oder was ich eigentlich auch mal vorhabe, Level 1 Runs zu machen, halt quasi ohne zu leveln. Charakter zu leveln, Waffen und alles und so kann man benutzen. Nur keine quasi Erfahrungspunkte, Seelen fürs Level ausgeben. Oh, schlecht. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Wird wahrscheinlich bestimmt, also ich will das auch mit verschiedenen Klassen probieren, angehen. Und das Langschwert auch dabei sein, eine Nebenrolle oder vielleicht auch eine Hauptrolle spielen. Mal kicken. Mit Hunger habe ich, merke ich. Hunger. Ah, hier machen wir. Oh, kommt man hier? Kommt man hier? Kommt man hier? Kann man hier? Nee. 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 Zack, du auch, ne? Und. Oh, da ist noch so ein gefährlicher Johnny. Magic! By the power of. Yes. Nice! Immer viel mehr kriege ich eh nicht. Also. Verlust hatte ich jetzt nicht. Weil jetzt versuche ich da, mache ich da gleich nochmal so ein Droppy-Dropsen. Oder Floppy-Schmopsen. Nicht, dass ich da zu wenig Energie für habe. Oh, ist das unser neues Schild. Endlich ein Schild mit ein bisschen Abwehr-Power. Denn wo ist denn Gewicht? Warum bin ich denn so blind gerade? Da, 1,5. Genauso viel. Gegen Blitz und Dunkel schwächer, Magie, Feuer besser, physisch genauso viel. Warum? Warum seid ihr so useless? Ne, nehme ich dich aus Prinzip nicht, auch wenn du schicker aussiehst. What was that for a Swingman? Was Swingy, the Swingman.
Genau, hier runter. Wir müssten auf dem Halunken drauf. Wow. Das war mal wieder nicht nettes Spiel. Feuerbombe in den Rücken, direkt beim Runterdroppen und in dem nächsten Moment hackt er mich mit seiner Gabel, ey. Seiner Hacke. Ja, Gabelhacke. Hackengabel. Da ist gerade noch irgendwer für uns gestorben. Sehr schön. Nine thousand souls. Und wie viel Sherbys? Wieder wer gestorben wurde. 6, ich glaube fast das reicht, aber ich hole mir da oben gibt es glaube ich noch einen Ring. Wenn ich mich nicht komplett irre. Wenn ich mich irre. Irre ich mich? Glaube nicht. Oh! Alter! Leute! Katzenösch-Premiere. Den Shiny sehe ich zum ersten Mal. Zum allerersten Mal. Wo tropft der hin? Da oben? Partisane, okay. Gute alte, kann man ja auch gut mit Bolognese kombinieren, ne? Oder Partisane. Besonders gut. Aber hier kommen aber heute wieder die Kracher rausgeschossen. Ich kann sie überhaupt nicht halten. Can't hold the shit. Haha. Oh. Ich dachte, er haut. Bombenwurf kann man dann doch nicht verlieren. Stich. Blitz. Bombo. Aha. Unkindled, are we? No. Welcome to my abode. Ja, das ist sehr gemütlich hier. An old pyromancer. A crow in his cage, as you see now. But here we are, an encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Most wise, to reiterate, Pyromantie ist ja auch eine Art Magie, ne? Deswegen weiß ich noch nicht genau, aber ich glaube schon, dass wir auch darauf zurückgreifen werden wollen. Aber nicht primär den Bild darauf ausbauen. Charakter. Das wird schon mehr Zauberer, aber die eine oder andere Stelle gibt's, wo uns das nützlich sein wird. Topf behält, ist er besonders gefährlich. Topfmänner. Am besten bringt er ihn dazu, dass er seinen Topf wegschmeißt. Dann klappt es besser. So, aber Perry ist aufgefallen. Wir machen nicht mehr ganz so viel Scheiß und sterben nicht mehr ganz so häufig. That's the way. Yeah.
Er schreit ganz komisch, wenn man ihn haut. Aber keine weitere Bewandtnis. Sunshine, oh, oh, shine one. Gibt es da jetzt noch irgendwas für uns? Nee, dann. Eigentlich quasi den kleinen Bereich geklärt. Ja, ich habe zu hohen Knochenverbrauch. Wir uns zum Leuchtfeuer zurücknehmen, muss ein bisschen sparsam sein. Ja, ob es auch einen Zauber gibt, es gibt auf jeden Fall ein Wunder, womit man auch zurückkommt, aber Wunder sind natürlich was ganz anderes als Magie. Das macht so ein Perry Hotter die Fester nicht an. Da lässt er die Hände von. Wie ich von der Bums-Omi lassen sollte, eigentlich mit Hund zusammen. Das war die allergeilste Idee. Kein Bock mehr, oder was? Nein, Perry würde ihr keinen Respekt zollen. Ich schon, aber Perry nicht. Er mag keine Kleriker. Was macht er mit dem? Zack! Yeah. Aber das war gefährlich, weil der erwischt dich dann manchmal und dann kriegst du die Blumentöpfe sowas von auf die Birne. This is not good. So, jetzt lassen wir den mal hochfahren. Ohne uns. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Ganz cool da drüben. Ich will nicht, dass der mir gleich auf den Kopf springt. Ich glaube, Perry, du musst ihn machen. Ein bisschen weiß, warum fahren wir jetzt wieder hoch? Im Mana gekostet, aber sicher, sicher. Bin eben nicht gecheckt, bitte. War doch. Ah, ne, okay, klar. Ah, no. So, den werden wir auch in unserem Levelzustand auf jeden Fall easy measy machen. Guten cheesy Cheese. Oh, ich hab Hunger auf Käse. Habt ihr auch Bock auf Käse dann? Oh. 5 frames for the win. Hier weg. Nice Ritter, Mann. Noch genug. Der ist auf wesentlich anfälliger gegen Feuer natürlich.
gar nicht getroffen oder macht er wirklich Schaden? Was? Hey. Nichts gesagt. Hat er eigentlich damit gerechnet, dass die Bombe ihn jetzt finisht. Ja, der kann schon, der schippt schon ein bisschen was, ne? Und hat auch gute Rüssi am Start. Boy, das könnte unser Schwert werden. 12 Stärke, 14 Geschicklichkeit. Genau sowas habe ich mir vorgestellt. Das habe ich auch wieder komplett vergessen. Ein schickes Eisschwert, Freunde. Schön. Schönes Eisschwert. Und ich halt immer Handschuhe anziehen, sonst gibt es kalte Pfoten. Aber ansonsten ist das schon schick. So, okay, ich werde mal jetzt kurz hier in den... Obwohl, ne, ich mach den Stream mal kurz aus. Leute, das war's für jetzt. Mit Perry Hodder und Katzenhirsch. Bis zum nächsten Mal. Es wird nicht lange dauern. Denn Perry will es schnell... packen, ne? Ich bin hier gerade verwirrt, weil ich schon wieder so eine dicke Auslastung habe. Ah, darum muss ich mich auch nochmal kümmern. Ja. Aber ansonsten sehen wir uns dann bald bei Katzenhirsch TV wieder. Haut rein, Leute. Es war nice. Hat mich gefreut. Und tschö mit I.